Jetzt sind wir eh wieder beladen. Hier können wir hier was verkaufen, ja? Dann würde ich mal sagen, Malidia, Diocanio, Mano. Kämmliche Lydia, Mann. Sorry, es tut mir leid, aber ich mag sie nicht. Halle der Elemente. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Die Akademie ist eine Kuriosität hier im Himmelsland. Magie. Die haben alle nichts zu verkaufen. Das könnte kaum verschiedener als L2er sein. Aber die Magie. Die Magie ist überall. Seid ihr wirklich sicher, dass wir uns unterhalten? Nein, bin ich mir nicht. Und der hat auch nichts. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand. Tut bitte nichts, was die Einheimischen verärgern könnte. Sie brauchen nicht noch mehr Gründe, um uns zu haben. Es steht der Akademie nicht zu, sich in politische Angelegenheiten einzumischen. Rubin, wo könnten wir denn... Also ich hatte irgendwie eine Erinnerung, als hätten wir einen gehabt, ne? Ich glaube, wir hatten einen gehabt und haben ihn dann verkauft oder so. Voll dämlich, aber solchen machen, ne? Ich war ja ständig überladen und ich wusste ja nicht, wo ich das ganze Zeug loswerden kann. Es gibt nur wenige Orte, an denen man werft einen Blick darauf. So. Feine Stiefel. Und das war's jetzt, oder wie? Wir hatten noch viel mehr gesammelt. Mann. Bekleidung. Also Waffen kauft er jetzt natürlich nicht mehr, ne? Mann, aber der andere. Das ist ein bisschen nervig, ein bisschen ungewohnt, ne? Für jene, die sie anwenden können. Für mich zumindest. Normalerweise konnte man beim Händler dann alles Mögliche verkaufen. Was wollte ich denn jetzt machen? Bekleidung. Du besitzt nicht zum Glück, weil ich wollte das jetzt nicht kaufen. Gewöhnlicher Seelenstein, mächtiger, winziger, raus. Ja, nee, also mir reicht es jetzt hin. Jetzt gehe ich da raus, weil die anderen werden jetzt auch nichts kaufen. Ja, vielleicht die Waffen. Die Waffen. Wenn ich sie finden würde. Es heißt, das Wissen an... Die Illusion genießt unter den Schulen der Magie die geringste Wertschätzung. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Und ich bin mir ganz sicher, dass der Waffen auch hatte, ne? Der hatte auch Waffen. Wenn ich doch nur von den banalen, alltäglichen Dingen frei sein könnte, die das Leben einem so oft abverlangt. Ja, du Nervensäge. Ich wollte eigentlich eine Waffe von dir kaufen. Zauber und Beschwörung. Und jetzt hast du sie nicht mehr. Jetzt hast du sie nicht mehr, Mann. Ja, nee, ich kann sie... Kann ihm meine gefundenen Waffen nicht verkaufen. Aber ihr... Wenn ich es schaffe, sie anzureden... So. Mirabelle leistet wohl gut... Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. So, da. Werft einen Blick darauf. Manchmal funktioniert das Anklicken, manchmal funktioniert es nur mit der Tastatur. Also ein paar Sachen funktionieren da noch nicht so, ne? Also es ist auch das alte Spiel. Es gibt ja jetzt eine neuere Version davon, ne? Wird schon einen Grund haben. Nö, ihr können wir auch nichts verkaufen. Ja, freut mich unglaublich. Und Lydia, hey, wenn ich dich nicht bald loswerde, dann muss ich dich irgendwie
jemanden vorwerfen. Weil du gehst mir auf den Sack. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Nach... Nee, nicht nach Windheim. Wo ist es dann? Nach Weißlauf. Ein Wahnsinnsdurst hier. So, ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sich in der Akademie nach und nach ausbilden lassen, ne, wenn man genug Geld hat. Jetzt gehe ich hier mal auf den Markt und versuche im Laden viel Zeit an den wieder meine Sachen loszuwerden. Jetzt wird das natürlich wieder zu sein und der wird mir wieder auf den Sack gehen. Ne? Doch nicht. Zum Glück. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Das ist fein. Ich arbeite für Bedetor. Alles steht zum Verkauf. Werft einen Blick darauf. So, endlich. Jetzt können wir es verkaufen, ne? Den alten Nordbogen, die alten Nordpfeile. Die gebe ich jetzt auch mal alle weg. Den Nordzweihänder. Das alte Nordschwert, Eisenkriegsaxt, Holzfäller-Axt und den orkischen Streitkolben, den kriegen wir jetzt auch weg. Den Jagdbogen, Stirbt das Ziel innerhalb von 5 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Na, den behalte ich mir natürlich noch, weil ich konnte mir ja noch keinen Dings kaufen, keinen. Keinen Stab, ne? Und er verkauft mit Sicherheit keinen. Der verkauft sicher keinen. Nee. Aber bitte kommt wieder. Aber ein paar Sachen sind hier losgeworden. Und das ist fein. Da könnten wir mal nachschauen, wo es da hingeht, ne? Wenn man hier die Treppen hochgeht. Aha. Ein Buch. Also sind die Bilanzen. Aber hier haben wir so eine Schatulle. Shit, er ist hinter uns, ne? Naja, lassen wir das. Jo, recht viel mehr haben wir eigentlich eh nicht. Dann würde ich sagen, brechen wir mal auf zu unserer nächsten Quest. Redorans Zuflucht. Ich nehme an, dass die hier noch einfacher sind als die da oben. Dass wir jetzt mal da anfangen. Deswegen gehen wir mal zur Festung Graumoor und dann weiter hoch zu diesen Dings. Setzen wir mal die Markierung. Ne, brauchen wir eigentlich nicht, was für ein Blödsinn. Wir können ja schnell dahin reisen. Schade, dass man jetzt hier zum Beispiel kein... Ah doch, man kann die Markierung setzen. Das ist gut. Also wissen wir natürlich... Boah, was war das? Ein Vogel. Der war jetzt laut, hey, bin ganz erschrocken.
So wissen wir natürlich, wo wir hin müssen, ne? Ah, jetzt kann ich mich erinnern, ist es nicht das, wo wir abgekratzt waren? Da ist doch drinnen, ja, ja. Da speichern wir schnell mal ab. Da drin ist doch diese mächtige Banditin oder was auch immer, die wir ganz zu Beginn nicht wirklich geschafft hatten, ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr genau, wo die war. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Ja, du hast auch was gehört. Ah, das sind diese komischen Viecher, ne? Ja, da oben waren sie. Gleich mehrere, ne? Und da kommen sie nun auf uns zugestürmt. Ja, da ist jemand, Mann. Ja, diesmal ging es natürlich schneller, ne? Weil wir jetzt natürlich mächtiger sind. Und das ist die Böse. Zu Beginn war das ganz schwierig, die zu schaffen, kann ich mich noch erinnern, da sind wir ja dann abgehauen. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es später, wenn wir stärker sind. Ja, und nun sind wir hier. Und jetzt haben wir es aber auch geschafft. Und konnten uns auch einiges ergattern. Der argonische Bericht, Band 1. Das können wir mal durchblättern, damit wir das pausieren und lesen können. Weil, wenn ich das jetzt durchlesen würde, dann wird es ein bisschen lange dauern. Nee, wisst ihr was, ich nehme das jetzt auch mit, weil viel wiegen die Bücher ja nicht zum Glück und selbst wenn, na stimmt, wir können ja nicht reisen, also schnell reisen, wenn wir arg beladen sind. Aber das, was ich mitnehmen kann, das nehme ich natürlich mit. Hier haben wir überall Essen. Und ganz, 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 ganz viel Blut oder was auch... Nee, Blut wird das doch nicht sein. Ist ein bisschen viel Blut, ne? Festung Graumor Kerker. Ich würde mal sagen... Speichern.
Nein. Nein, da ist niemand. Es ging aber schnell. Bandit. Wieso denn bloß? Wir sind jetzt ein bisschen stärker als vorher, ne? Da haben wir noch eine Tür. Und da drin haben wir... Ah, Mist. Ja, Mann. Ja. Lehrling. Ja, irgendwas muss doch gehen. Scheiße, Mann. Jetzt probiere ich es noch einmal, aber... Ja, immer wenn ich sage, jetzt probiere ich es noch einmal, dann geht es dann plötzlich, ne? Ja, der Ärmste. Jetzt sind wir natürlich wieder voll beladen. Holzschale, was ist denn da drinnen? Steinhuscherei. Steinhuscherei, was ist denn das? Eisendolch. Und das Geld natürlich. Schauen wir mal, wie viel. Ja, 17 noch nicht so viel. Dann würde ich sagen, essen wir mal alles, was wir können. So. Sind aber immer noch zu langsam. Und da geht es noch weiter runter, ne? Da hinten war noch eine Tür. Was können wir denn hier lassen, Mann? Das hier auf jeden Fall. Und dieses Messer. Da war doch ein Dolch, ah ja, da. Nee, nicht auch so ist. So. Also da geht's zurück. Mist. Einst, als noch Drachen über die Welt herrschten, gab es Sterbliche, die... Sterbliche, die... Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Jetzt haben wir keine Magie mehr drin. Das ging ja schnell. Wir sind eh schon überladen. Zum X-Ten. Zum X-Ten. So, jetzt muss ich mich kurz kratzen.
Schlossknacken verbessert. Das ist natürlich super. Nichts. Was war das? Ein Magierbandit. Super, vielleicht bekommen wir einen Bogen. Einen Stab. Nee, hat er aber nicht, ne? Winziger Seelenstein? Du, immer. Was ist das? Oh je, Experte. Es muss eigentlich dort funktionieren, weil... Jetzt probiere ich noch eins. Und dann lasse ich es. Nee, es funktioniert nicht. Müssen wir uns halt merken, dass hier noch was zu öffnen ist. Bügeleisen, nö. Macht hier eigentlich ein Bügeleisen? Ja, jetzt schleichen wir halt wieder durch die Gegend. Aber wir brauchen Gold, ne? Wir müssen das irgendwie loswerden wieder, das Zeug. Und wir müssen es echt verkaufen, weil sonst kommen wir nie zu Geld. Und jetzt hoffen wir, dass wir jetzt nicht allzu weit weg sind von Tunika. Ja, die haben absolut keinen Wert. Aber jetzt schauen wir mal auf die Karte. Ich dachte, das wäre eine Quest gewesen, dass wir die hier erledigen müssen, die gute Banditin da, weil die war recht... Also zumindest hatte ich sie so in Erinnerung, dass sie recht schwer war. Hier ist unser Ziegenfell. Nehmen wir es mal mit. Und dann verlassen wir eigentlich diese Höhle, weil wir haben hier alles erledigt, glaube ich. Hier oben waren wir noch nicht, ne? Aber das ist eigentlich nur so ein Aussichtspunkt. Bin immer noch da. Ich bin an 10. Na, raus hier. Na mal los. Sie steht mir natürlich wie immer im Weg. Die gute Person. Deswegen geht sie mir auf den Sack. Sie sagt auch kaum was. So, jetzt gehen wir raus. Und dann versuchen wir es mal. Wo läuft sie denn hin, Mann? Wo läuft sie hin? Es würde mich jetzt echt interessieren, warum die jetzt plötzlich so... Ach so, wir waren das. Ist das nicht sie gewesen, ne?
Vielleicht war es ein Bug. So. Jetzt möchte ich nur gucken, ob wir vielleicht doch schnell reisen können. Nee, können wir nicht. Und wir können es auch nicht anklicken, ne? Jetzt müssen wir... Ach so, das war erst die Festung Graumauer, oder wie? Westlicher Wachturm und Weißlauf können wir auch nicht reisen, ne? Ja, jetzt können wir es aber auch nicht mal markieren. Jetzt müssen wir halt schauen, wie wir rennen müssen. Rennen, ja. Rennen. Schleichen. Da zurück. Vielleicht begegnen wir ja auf unserem langen Weg einem Händler.